Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Among the Sleep. Wir haben unser nächstes Erinnerungsstück, was wir so gleich in den Kessel werfen. So. Unser schönes Büchlein, da machen wir hier mal zu. Und drehen am Rädchen. Und dann geht's auf in den nächsten Abschnitt. Good. Another one down. Bin gespannt, was uns erwartet. Sind jetzt bei 3 von 4. Oh, she must be so worried about you. Ja? Machst du auf oder? Ach so, Knopf drücken. Bin gespannt. Und ich habe ein bisschen Angst. Muss ich ja zugeben. Wir nehmen Teddy natürlich mit. Ich weiß immer noch nicht, ob der uns Gutes will. Hallo? Ah, wollte gerade nicht. Dann rutschen wir mal los, ne? Und auf geht's. Ja? Wo sind wir denn hier? Kann ich die Rutsche wieder zurück? Hier steht eine Lampe. Oh Gott, ich will hier wirklich nicht sein. Das kann ich aufmachen, aha. Noch ein Bild, was ich mir jetzt nicht angeguckt habe, weil der Teddy davor war. Huch. Es ruckelt ein bisschen. Hier könnte ich mich verstecken, ne? Sehr gut. Ich hasse es, wenn wir uns verstecken müssen, weil die Türen halt einfach ein Eigenleben haben. Das ist total furchtbar. Türen, Schubladen. Ihr habt es ja gesehen. Das ist... Okay. Wir krabbeln hier erstmal nach oben. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden, was von Interesse ist. Nein. Was sind das hier für Türen alles? Was sind das? Ist auch zugenagelt. Okay. Da knallt irgendwas gegen das Gitter. Ich sehe nichts. Was ist denn das für ein Konstrukt hier? Können wir da runter oder sind wir dann passé? Wir können hier runter. Okay. Hier ist noch eine Tür. Da können wir durch, da geht's weiter. Was haben wir hier noch? Ein ziemlich dunkler Abgrund. Okay. Gut, dann gehen wir hier durch. Und krabbeln hier mal hoch. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Okay. Also wenn ich solche Schränke hätte, ne? Ich würde nichts mehr wiederfinden. Okay, jetzt können wir hier aufmachen. Ah, ist eine Schublade, ne? Alright. Das ist wohl unser Weg weiter. Okay. Was war das für ein Geräusch? Wo, was, wer?
war doch gerade irgendwas, was ich verpasst habe, oder? Was verpasse ich hier? Oh Gott, geht's da tief runter? Die ganzen Türen. Blau, rot, grün, orange. Alright. Wir wollen hier hoch, nehme ich an. Da flackert ein Licht. Ich gehe mal ein bisschen in den Schleichmodus. Ich kann nicht in den Schleichmodus gehen, sonst komme ich nicht weiter. Ich mich hier verstecken muss, ne? Wir sind so gearscht. What? Was ist das? Das sind Stiefel. Okay, gehen wir lieber schnell hier rein. Da stand jemand. Kommt der hier rüber? Hätte ich die Tür zumachen sollen? Nee, ne? Okay. Bad Lullaby abgeschlossen. Errungenschaft. Was? Was? War das ein Secret? Ich dachte, das treibt die Story voran. Ich glaube, das war nur ein Secret. Ja. Wir müssen also tatsächlich da lang, wo der Mensch steht. Super. Okay. Ich kann mich hier mal nirgendwo verstecken. Okay, jetzt ist hier auch niemand mehr. Ich kann mich überall verstecken, überall und sofort. Okay. Da ist ein Bild. Oh. Wo bin ich denn von der Map gefallen? Warum ist denn da? Warum ist denn da ein Loch im Boden? Hm. Wir setzen die Geschichte fort. Das war gemein. Wo sind wir? Ah, hier. Okay. Ich werde gleich trotzdem noch einmal in den kleinen Raum gehen, auch wenn das, glaube ich, nur ein Secret war. Aber falls es doch was getriggert hat, möchte ich es natürlich wieder haben. Nein, lass die Tür offen. Aber ich glaube, das haben wir schon ausgelöst jetzt. Das wird gespeichert. Ja, yep, wird es. Okay. Dann suchen wir die Tür hier. Und kriegen dann aber den Schreckmoment, mit dem er da steht. Nein? Das wurde auch gespeichert? Okay. Gut, dann mache ich hier mal ein bisschen Licht, bevor wir wieder von der Map fallen. Wo sind wir denn hier abgestürzt? Sag mal. Hier ist doch absolut nichts, wo man hätte abstürzen können. Ich traue mich nicht weiterzugehen, weil irgendwo hier sind wir abgestürzt. Ich weiß nicht genau wo. Egal. Da ist ein Bild. Mit einer Flasche. Jemand, der sich aus einer der Türen die Flasche greift? Was hier? Da ging gerade die Tür zu. Nee, hier will ich eigentlich noch nicht runter. Was haben wir hier? Die Tür sieht freundlicher aus. Ein Bild. Ein nicht so freundliches Bild. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass meine Katzen mich bei diesem Game wahnsinnig machen, wenn die im Hintergrund toben. Das macht mich fertig. Okay, hier komme ich so nicht hoch. Kann ich hier irgendwie durch?
Nee, hier kann ich nicht durch. Okay. Ich dachte, wir könnten wieder durch Bilder wandern. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier rein. Das ist ja super. Wir sind gelandet. Sehr sanft. Katzengleich quasi. Ich will da reingucken, aber ich will auch gleichzeitig nicht. Okay, hier ist gar nichts. Machen wir hier doch einfach wieder zu. Ja, mit Mutti. Oder ist das, oder sind wir das? Das ist Mutti, oder? Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Einen schönen Globus, können wir ihn drehen? Schade. Ja, doch, oder? Doch, können wir ein bisschen. Okay. Ich versuche Zeit zu schinden. Da ist ein Bild von Mutti. Das Mutti, ja, ne? Ich glaube schon. Die Geräuschkulisse haben sie halt echt drauf, ne? Muss man ja so zugeben. Das mit den Mänteln ist furchtbar. Ich sehe halt nichts, wenn ich den Teddy wegpacke. Aber dann kann ich auch nicht gesehen werden. Oh Gott. Einer davon ist doch echt, oder? Also einer davon ist kein Mantel, wollte ich sagen. Ich gehe mal in den Schleichmodus. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Aber hier nicht zu schleichen ist mir zu riskant. Was ist das hier? Was flüstert da? Ist das noch Mutti? So bleibe ich so still bin. Ich habe echt Angst. Also ich meine natürlich alles easy. Kein Ding. Alles kein Ding. Was muss ich hier tun? Hier liegen Bälle. Muss ich die da irgendwie reintun? Hey, komm zurück. Ah, warte mal, ich sehe noch... Ah, ich verstehe. Okay. Wie kann ich Dinge werfen? Das wurde mir eben erklärt, oder? Ich habe es nicht gelesen. Ah, rechte Maustaste ist es. Verstecken. Okay. Das ist nicht mehr Mutti. Das ist wohl Vati.
Okay. Der ist sehr schnell, sehr groß und sehr gruselig, wenn ich das so sagen darf. Hier ist aber immer noch zu. Ah, hier ist bestimmt... Da, okay. Da ist das fehlende Teil rausgefallen. Ich will da gar nicht durch, ehrlich gesagt. Warum bleiben wir nicht einfach hier? Ist doch schön. Wir haben Spielzeug. Wir haben Platz. Essen und Trinken wird sowieso überbewertet. Ach Gott. Wie lange nehme ich schon auf? 16 Minuten. Warum tue ich mir das eigentlich mal wieder an? Aber das ist Muttis Gesumme. Das ist nicht Fadi. Aber das eben, der Gegner war nicht Mutti. Die hat doch so Klumpenbeine gehabt und so. That light. It looks like the memory. Ja, aber es ist irgendwie eingeschlossen. Na, komm schon. Okay, wir brauchen einen Stern. Geh da drunter. Ich kann da nicht drunter? Wie? Ach, ich krabbel nicht. Doch, ich krabbel. Okay, da kann ich mich diesmal nicht verstecken. Das ist aber uncool. Wo verstecke ich mich denn dann, wenn es hart auf hart kommt? Do you hear that? What's that sound? Ich will es gar nicht wissen. Lieber Teddy. Es klang gerade nach Schritten. Das waren, glaube ich, keine. Hier kann ich auch nicht runter. Warum kann ich nicht mehr unter Schränke? Bin ich plötzlich zu fett geworden oder was? Was ist das für ein... Da geht's abwärts. Soll ich denn hin? Ich mach mal kurz Licht. Ein Hocker. Aber ein Hocker wofür? Ich meine, wo will ich denn hin? Wofür brauche ich einen Hocker? Da ist eine Tür, die kann ich aber nicht öffnen. Wofür brauche ich einen Hocker? Brauche ich überhaupt einen Hocker? Okay, das knallt dagegen Kiste. Diese Geräusche sind nicht gerade vertrauenserweckend. Okay, es knallt dagegen die Kiste. Das heißt, da muss ich irgendwas tun, ja? Das ist hier. Hier ist ja offen. Was soll ich denn da machen? Kann ich hier hoch? Nein. Hier kann ich aber auch nicht durch.
Hä, was soll ich denn hier tun? Weil hier ist ja offen. Das müsste ja eigentlich... Die Kiste ist auf der anderen Seite. Kann ich hier vielleicht den Hocker gebrauchen? Oder lasse ich mich von dem einfach nur ablenken und der ist eigentlich gar nicht notwendig, um das zu lösen hier. Ich werde mal Schritte gehört zu haben. Es würde mich auch interessieren, ob Fadi hier irgendwie rumkommt. Oder Mutti oder wer auch immer. Oder ob wir safe sind, bis wir das gelöst haben. Wo muss ich hin? Wo war das noch gleich? Shit. Mache ich jetzt gerade Licht oder nicht? Jetzt mache ich Licht. Hier drüben. Oh, nehme ich mal wieder mit hier. Der, ah doch, der passt hier durch, sehr gut. Ich dachte gerade, der passt hier nicht durch. Das wäre es jetzt gewesen. So, jetzt einmal hier rauf, bitte. Und das bringt mir genau gar nichts. Glückwunsch. Aber ich kann hier doch auch nicht durch. Ach, ist das ätzend. Irgendwas im Inventar? Nee. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Den Ball kann ich nicht mit hochnehmen. Gehen wir mal nach oben. Aber da war ja auch nichts. Das ist ja einfach die Kiste, die ich da irgendwie wegkriegen muss, ne? Kann ich hier rüber balancieren? Aha. Okay. Das erklärt's natürlich. Is it stuck again? Offensichtlich. Sagen, es muss reichen. Die ist da fest. So, jetzt zurück. Oder muss ich hier weiter? Ich glaube, ich muss zurück. So, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich muss das jetzt Play an dieser Stelle leider abbrechen. Ah, oh Gott. Okay. Es klingt, als wäre Fadi on the run. Macht mir zum Glück überhaupt keine Angst.
Okay. Ist hier noch ein Bild oder irgendwas, als hier so dunkel ist? Kein Bild. Und das Geräusch gerade, als ich den Teddy angemacht habe, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das ist meine Perspektive. Kann ich die aufmachen oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich krieg die nicht auf. Da oben ist ein Zimmer. Huch! Der geht doch auf. Ich will aber noch nicht reinfallen. Ich wollte erstmal hier gucken. Ich lasse das einfach unkommentiert. Kein Ding. Game, kein Ding. Da ist unsere Küche. Kann ich hier rein? Ich glaube, da bin ich tot, oder? Wenn ich da reinfall. Ich glaube, ja. Oben sehe ich ein... Ist das der Stern oder ist es einfach nur eine weitere Zielscheibe? Ich ahne Böses, wenn wir jetzt durchkriechen. Mach die Tür auf und lass mich da rein. Lass mich da rein! Ich kann nicht da rein. Ich will in den Kühlschrank. Das geht auch nicht. Kann ich denn in das Regal hinten rein? Nein, ich bin nicht in der Küche. Sei leise, Mutti. Du bist schuld, wenn es mich findet. Ich will da rauf. Warum auch immer ich hier mitten auf dem Präsentierteller stehen möchte. Warum kann ich hier nicht mehr in den Schrank? Ist das tatsächlich so oder bin ich einfach nur zu doof? Es wäre gut zu wissen, falls was kommt. Ich kann hier tatsächlich nicht mehr rein. Okay. Bisschen Licht, Teddy. Ich muss da oben die Flasche abräumen, das ist mir klar. Aber dann kommt Daddy. Oder Mutti. Und dann... Wo gehe ich dann hin? Das hätte ich gerne vorher geklärt. Tja. Gut, dann machen wir einfach mal. Und lassen uns vermutlich erwischen. Nicht da rein! Ich darf nicht da rein! Da ist jemand nicht so glücklich, dass wir die Flasche umgeschmissen haben, glaube ich. Okay, das war wohl nur zu Demonstrationszwecken. Vielen Dank. Ich hätte auch so begriffen, dass das nicht gut ist. Den erzwungenen Erschrecker hätte ich jetzt nicht gebraucht dafür. Geht sie nicht weiter? Licht. War das hier eben auch schon offen? Kamen wir von hier? Ja, wir kamen von hier.
Ah, hier ist noch eine Tür. Okay, hier ist aber nur ein Bild. Mehr nicht, okay. Aber wo geht's weiter, ist doch jetzt die Frage. Schade, ich dachte gerade, die Perspektive hätte sich gedreht und ich könnte da weiterkrabbeln. Das ist aber nicht der Fall. Hier geht's auch nicht weiter. Es muss hier weitergehen irgendwo. Schauen manchmal wieder zu. Werden wir wohl nicht brauchen. Ah! Der Stern. Okay, dann können wir jetzt zurück und den Stern einsetzen. Dann kriegen wir die Erinnerung. Hier wieder durch. Ich fürchte halt irgendwie, dass wir jetzt nicht mehr ganz so sicher sind wie eben noch. Da komme ich nicht runter. Achso, ich muss ja auch oben über die Schiene zurück, richtig. Hä? Die Schiene ist weg. Warum ist die Schiene weg? Wie komme ich jetzt zurück? Kann ich hier die Leiter hoch? Nee. Oh, okay. Huch. Mhm. Ist schon in Ordnung. Mach ruhig. Passt schon. Oh Gott. Okay. Das ist der Papa. Weint der? Das Foto ist zerrissen. Die andere Hälfte haben wir eben gefunden. Da geht's weiter. Wir wollen natürlich alle Erschrecker mitnehmen, die uns das Spiel zu bieten hat. Deswegen gucken wir uns hier nochmal um. Hier ist noch ein Bild. Warum leuchtet das da? Warum ist hier eine Lampe und Bücher? Why? Huh. Okay. Hier vorne geht's weiter. Okay, also Mutti war böse. Papi nicht? Einladend. Also das mit den Flaschen, dass sie sauer wird, wenn wir Flaschen zerstören, das deutet ja schon mal auf Alkoholiker hin. Das ist jetzt die Frage...
Ist jetzt die Frage, ob das Mutti oder Vati war. Okay. Das sieht nicht gut aus. Ab unter den Tisch. Ich hoffe, wir sind unter den Tischen sicher. Okay, scheint aber nicht nochmal rumkommen zu wollen. Aber nur, wenn wir Lärm machen, oder? Das ist der Spielplatz mit den Eulen. Im Karussell. Das ist ja weird. Okay, hier geht's aber nicht weiter, wie es scheint. Es sei denn, ich stelle mich mal kurz hin. Nee, auch so kommen wir hier nicht durch. Okay, aber wo dann? Kann ich auf den Tisch? Nein, ich kann nicht auf den Tisch. Ich kann nur drunter. Hier hinten kann ich auch nirgendwo durch. Nein. Diese Musik, ne? Ah. Oh Gott. Kann ich da einmal was hier reinwerfen und dann hier zurückkriechen? Hier ist die Frage, ob ich hier unter dem Tisch sicher bin. Der Tisch ist ziemlich riesig. Das so sagen darf. Versuchen es einfach mal. Okay, der ist halt auch ziemlich riesig. Das passt schon. Hab verstanden. Okay, Teddy kann ich hier unten nicht zu Rate ziehen. Kommt er noch wieder zurück oder ist das nur so one way? Echt schnell, ne? Ich möchte ungern hinlaufen und was. Why? Warum ist das da hinten gerade kaputt gegangen? Zugegangen. Kaputt gegangen. Habe ich mir nicht gerade was mit hierher gezogen? Bevor ich angsterfüllt der Musik wegen unter den Tisch gesprungen bin? So. Nein! Musik macht mich wirklich wahnsinnig. Komm, fall um. Upsi. Hallo? Ich hab was umgeschmissen. Braucht er manchmal einfach eine Weile? Ich wette, ich komme jetzt raus und genau dann kommt er um die Ecke. Sagt die Musik was aus? Sagt die Musik nichts aus?
Da kommt er. Und es ist one way. Good to know. Da ist ein Gitter, sehe ich gerade. Da müssen wir bestimmt durch und da steht eine Flasche vor. Das könnte durchaus noch ein Problem werden. So ein Angsthase, ne? Runter, runter, runter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin am Stuhl, am Tisch bin ich ein bisschen. Hi. Bye. Okay, ich glaube, ich habe jetzt noch eine da, die stört, ne? Die da. Der ist so fucking schnell, ne? Jetzt sollten wir da durchkommen eigentlich. Ich hoffe, der kommt nicht noch random zwischendurch vorbei. Ah, ich muss hier gar nicht rein. Ach komm schon. Ach, das ist ein weiteres Versteck einfach, ne? Damit ich nicht so weit laufen muss. Ich weiß nicht, wie das ist, ob die Tür zu sein muss, damit er mich nicht sieht, weil er ja doch sehr, sehr riesig ist. Ach, wow. Großartig. Wurfmeister. Die Flasche ist nicht kaputt gegangen. Dann kommt er nicht. Das will ich mal kurz ausprobieren. Moment. Muss seine Gegner ja verstehen, ne? Okay, die ist auch nicht kaputt gegangen. Er kommt tatsächlich nur, wenn die Flaschen kaputt gehen. Die fallen doch bestimmt manchmal einfach random runter, oder? Okay. Gut. Ich würde aber sagen, ich sehe gerade, ich nehme schon viel zu lange auf. Wir machen an dieser Stelle mal die Tür zu. Soweit es halt eben geht. Und machen mal einen kleinen Cut. Und den nächsten Part von dem Flur sehen wir dann nächstes Mal. Ich bedanke bei euch mich. Ich setze nochmal an. Ich bedanke mich bei euch sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haben wir noch mehr dieses Video. Seht uns das beim nächsten Mal. Ciao.